Gut, wir kommen in die nächste Runde. Clemens, ich kann das jetzt auch schon bei mir ein bisschen einsparen. Man kennt dich als Vorsitzender von DAV. Du bist ganz hier in der Nähe geboren, ne? Sauerland ist schon hier in der Nähe. Dann hast du Anglistik und Theologie auch studiert und dich dann aber auch mit dem Thema bedrohte Völker beschäftigt. Ja, und jetzt gucken wir mal, was jetzt uns über das Judentum erzählen wirst. Erzähl dein, schon mal dann. Ja, auf jeden Fall. Okay, ja, danke Wolfgang und ja, auch nochmal herzliche Grüßung. Freue mich, dass ihr hier seid. Es ist ja jetzt ein Thema, das, oder wo zumindest bestimmte Stichworte gestern auch oder auch in den Tagen bisher immer schon mal auch gefallen sind. Stichwort Monotheismus, Echnaton, viel gestern schon. Und da ja, ist es einfach, glaube ich, so Thema Astrologie und Judentum hat viel mit der Basis zu tun, in der wir uns bewegen, auch unsere Heimat, ob wir das jetzt gut finden oder nicht. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall ganz stark da. Und ja, von daher glaube ich, interessantes Thema. Es geht mir eben auch jetzt nicht nur allein so eine jüdische Astrologie, die es so originär gar nicht gibt, aufzuzeigen, sondern den ganzen Zusammenhang, wie auch das Judentum mit der Astrologie umgegangen ist. Und, Entschuldigung, ich bin nicht da. Ja, also das Stichwort, wie gesagt, Echnaton, der Name war eben schon gefallen, der berühmte, vielleicht einer der berühmtesten Pharaone, gut noch berühmter ist wahrscheinlich seine Ehefrau und sein Sohn, nämlich die berühmte Nofretete, aber eigentlich mehr berühmt natürlich durch die Statue und ja, seine Familie, eben vor allem sein Sohn Tutanchamun, der übrigens am Anfang Tutanchaton hieß und dann später seinen Namen mal geändert hat und ist drauf. Das ist, der wird so sicherlich ganz zu Unrecht als so der Begründer, Stammvater des Monotheismus bezeichnet und wurde lange Zeit auch sehr, ja, so als der große Revolutionär, der große Veränderer der ägyptischen Kultur, die ja so in ab so 3000 vor unserer Zeitrechnung bis in die hellenistische Zeit hinein eine der maßgeblich prägenden eben war, zumindest eben im Mittelmeerraum, also für uns dann eben auch. Inzwischen ist sein Bild ein wenig angekratzter, also er gilt nicht mehr so als so die große Lichtgestalt, wie er lange mal galt. Also er hat ja nicht einen ganz neuen Glauben, er wollte eigentlich die gesamte ägyptische Gesellschaft revolutionieren und hat eine völlig neue Hauptstadt eben gegründet, Amarna hieß sie, und zwar in einem Gebiet, wo er sicher war, dass da noch keine religiösen Praxen stattgefunden hatten, also schon im Umfeld des Nil, aber ein Stück weiter weg. Und das Ganze war, das weiß man eben heute, inzwischen ein derartiger, ja, Kraftakt, vor allem von unterworfenen Völkern, von Sklavenvölkern. Die Ausmaße kann man sich gar nicht schlimm genug vorstellen. Man weiß das inzwischen, weil es in dieser von ihm gegründeten und dann auch sehr schnell verlassenen Hauptstadt inzwischen in den letzten 20 Jahren ungefähr jede Menge Friedhöfe gefunden wurden, kann man fast sagen, Massengräber mit Menschen, das man kann ja heute sehr viel da entdecken, also die ganz jung gestorben sind, die offensichtlich unter sehr großer Mangelernährung, Fehlernährung gelitten haben, die auch schwerste, ja, Verkrümmung, Wirbelsäule, also auch aus, offensichtlich, also Spuren, schlimmste Spuren, A, von Fronarbeit, B, von Unterernährung. Also da muss es ziemlich schlimme Zustände gegeben haben, dass Echnaton also mit einer unglaublichen Brutalität seine schöne neue Welt durchsetzen wollte. Was er auf jeden Fall gemacht hat, natürlich, ist eben diesen ägyptischen Glauben so weit revolutionär, dass er eben nur noch diesen einen Gott
Aton, den Sonnengott, den er eben als einzigen ins Zentrum gestellt hat. Und sein Name heißt auch Echnaton, der Aton nützlich ist. So hat er sich eben genannt. Er hat auch, klar, es hat auch andere Veränderungen gegeben, auch im Kunststil. Die Kunst wurde viel natürlicher. Er ließ sich mit Nofretete, mit den Kindern auch darstellen. Also so menschliche Züge. Sonst war die Kunst vorher sehr abstrakt. Da muss ich jetzt nicht einzeln drauf eingehen. Jedenfalls also hat er die ganze religiöse Erfolg, die religiöse, den Ritus eben auf einen Sonnengott Aton eben reduziert und das, was, wenn das überhaupt so Polytheismus ist, da radikal versucht zu bekämpfen. Damit hat er sich natürlich auch mit seiner Priesterschaft angelegt und nach seinem Tode, er hat 17 Jahre geherrscht, das sind für ägyptische Pharaonen jetzt nicht so schrecklich lange, wurde dann seine ganze Reform sofort zurückgenommen. Sein Sohn Aton ursprünglich, war 10 Jahre alt, als Echnaton starb. Noch nicht so alt, dass er selber die Geschicke kreieren konnte. Er starb dann auch nach nur 10-jähriger Herrschaft, also er war gerade erwachsen geworden, um die 20, als er dann starb. Und dann hat ein hoher General der Armee kurzzeitig die Regierungsgeschäfte übernommen, bevor dann die ganze Ramses-Dynastie, die wir ja kennen, in der Macht war. Also das heißt, der Monotheismus, den Echnaton versucht hat einzubringen, diesen eine Gottverehrung, ist von den Ägyptern dann genauso radikal, wie er versucht hat, ihn durchzuführen, abgelehnt worden. Da will ich jetzt noch eingehen, es geht ja ums Judentum. Und da ist eigentlich bis in die hellenistische Zeit, sind sie zurückgegangen zu den alten Göttern. Wer allerdings davon unmittelbar beeinflusst worden ist, das war eben tatsächlich die jüdische, vorjüdische, protojüdische, wie auch immer, Gesellschaft. Es wird natürlich immer der Name Moses genannt. Er ist wohl, also in der Figur, wie wir ihn kennen, sicherlich keine historische Persönlichkeit. Wenn dann beginnt so das Judentum, selbst David, Salomon, selbst da, ja, war sicher was dran, aber auch nicht in der Form, wie wir es haben. Mit Mose ist es weniger. Was allerdings tatsächlich zu dieser Zeit, das kann ich noch sagen, also Echnaton hat so im 14. vorchristlichen Jahrhundert gelebt, also eine Regierungszeit, ich habe es ja auch gesehen, 1353 bis 1336, in der Zeit, und in dieser Zeit so von ungefähr 1500 bis 1000 vor Christus, das ist historisch nachgewiesen, hat es semitische Völker aus dem Osten, also wozu wohl auch eben die Juden oder die Vorfahren der Juden gehört haben, hat es in Ägypten gegeben, die dort als Sklavenvölker, kann man sicherlich so sagen, eingesetzt waren und diese Tortur, der Aufbau der neuen Stadt, eben der neuen Hauptstadt von Echnaton, kann man davon ausgehen, dass auch viele von diesen Massengräber, die man da jetzt vor den letzten 20 Jahren gefunden hat, womöglich auch eben von solchen Angehörigen der semitischen Völker, also keine ägyptischen Völker eben sind, die da aus welchen Gründen auch immer in die ägyptische Sklaverei gekommen sind. Wir kennen ja die Geschichte aus der Bibel wahrscheinlich, oder zumindest so in groben Zügen mit Josef und Abraham, Isaak, Josef, seine 12 Söhne, die 12 Stämme Israels und dann den Verkauf von Josef an die Ägypter und so weiter. Und dann gab es eben Moses als die Erlösergestalt, der eben, so erzählt die Bibel und die Geschichte, eben ausgesetzt worden ist, von einer Tochter des Pharao dann gefunden wurde im Schilf, die dann sich gleich in den Kleinen sozusagen da verliebt oder vernarrt war, ihn mitgenommen hat, aufgezogen hat, eine Amme gesucht hat, was dann auch noch zufälligerweise seine wahre Mutter eben gewesen ist, also Hebräerin, und dann wurde er erstmal im Sinne des ägyptischen, der ägyptischen Tradition großgezogen, hat aber eben doch dann mit der Zeit mitbekommen, dass seine Identität eine andere ist, und als er dann gesehen hat, wie einer seines Volkes, ein Hebräer, von einem Ägypter erschlagen worden ist, dann hat er den dann gerecht und hat den Ägypter erschlagen, und daraufhin musste er dann fliehen und so weiter, und und dann war er es eben, der tatsächlich bei den Hebräern, bei den Israelis dieses Gefühl von
ja, wir sind eine Identität und wir verlassen, wir befreien uns aus der Sklaverei, eben vermittelt hat. Und dabei hat eben dieser Monotheismus eine ganz wichtige Rolle gespielt. Da gehe ich eben gleich drauf zurück. Also diese Verbindung zu dem einen Gott, diesem Bund mit dem einen Gott. Und dieser Monotheismus, der dann also über Echnaton, wo er in Ägypten eben nicht auf fruchtbaren Boden fiel, aber dann an die hebräischen Völker, also semitische Völker weitergegeben wurde, wo man eben eine Figur, die wir heute eben Moses nennen, als Begründer dessen eben sehen, das hat dann einen unglaublichen Siegeszug angetreten. Ich habe hier einfach mal ein paar Zahlen, dass das heute, man wird so davon aus, 4 Milliarden Menschen, die sich zum Monotheismus bekennen, natürlich überwiegend Christen und Muslime, und die Juden machen ja da nur einen winzig kleinen Teil aus, das ist eben über die Hälfte der Bevölkerung und mehr der Weltbevölkerung, mehr als zwei Drittel der religiös Zugeordneten. Das ist also, ja, hat also seinen Ursprung eben im 14. vorchristlichen Jahrhundert in Ägypten und wurde dann von versklavten semitischen Völkern dann rausgetragen aus Ägypten in das sogenannte gelobte Land Israel. Und haben dann die daraus entstandenen, wenn man so will, Religionen eben da das als Grundlage genommen für ihren Siegeszug über die Welt. Das ist ja heute von Südamerika bis Südostasien, von Zentralasien bis Südafrika ist ja der Monotheismus verbreitet. Das ist jetzt auch nicht so das Thema. Es geht ja hier um die Juden und die Astrologie. Ja, was sind ein bisschen, aber da ist schon wichtig, auch die Merkmale eben des Monotheismus. Das ist eben wirklich so diese persönliche Beziehung zu Gott, aber auch nur zu einem Gott eben. Und die Juden haben ja sogar diese Idee oder diese, ja, leere Vorstellung gehabt, dass sie eben einen Bund mit Gott geschlossen haben und dass eben die auf oder ihre Bestimmung ist, als auserwähltes Volk eben auch sozusagen auf die Vereinigung mit Gott eben hinzugehen, wenn irgendwann der Messias kommt, wo Strenggläubige ja noch dran glauben, für die ist ja nicht Jesus der Messias gewesen, die glauben ja eben heute noch daran, dass er eben kommen wird, und das ist ja heute auch so ein seltsames Phänomen, dass es so ganz strenggläubige orthodoxe Juden gibt, die den Staat Israel auch ablehnen, weil sie einfach sagen, solange der Messias nicht gekommen ist, gibt es auch keine Basis dafür, dass wir einen Staat haben. Und, aber das ist so, den Monotheismus, den speziell jetzt die Juden so ausgeführt haben, was sie ausgemacht hat. Dabei stellt sich auch die Frage, welche Rolle hat die Astrologie gespielt, welche Rolle haben die Sterne gespielt, und da eben darauf eingehen. In den vormonotheistischen Religionen war völlig klar, dass die Astrologie eine total unumstrittene Rolle hat. Sie war ganz selbstverständlich Teil des Kultus, sie war ganz selbstverständlich integriert. Es hätte in der altägyptischen, altbabylonischen, sumerischen Priesterschaft und so im Kult hätte es niemand gegeben, der das in Frage gestellt hätte, dass also die Sterne eben Werkzeug oder Hinweis eben Gottes sind. Die Juden haben dann das hatte ich schon mal ganz kurz gesagt, ganz originäre, eigenständige Astrologie entwickelt, wie jetzt die indische Astrologie, die chinesische Astrologie, oder dann, was bei uns dann die Basis eben ist, ja die hellenistische Astrologie, sondern sie haben sich eben an die vorherrschenden divinatorischen Prinzipien angepasst, haben die adaptiert, also im babylonischen Exil waren sie ganz stark beeinflusst von der babylonisch-sumerischen Astrologie, die ja eben so in dem ersten vorchristlichen Jahrtausend, zumindest auch zu 700, 800, so die vorherrschende und dominierende Astrologie in diesem Kulturbereich, was wir Vorderer Orient, Mittelmeerraum eben nennen, wo es dann ja auch weiter nach Griechenland, Italien, von da dann auch weiter über die Alpen hinweg letztlich. Also im Grunde sind wir ja alle ein bisschen die Nachkommen dieser Form von Astrologie. Also dem haben sich die Juden erstmal angeschlossen. Das geht auch noch später im Hellenistischen, da komme ich dann später drauf.
Aber gleichzeitig wurde der Grundstein gelegt für etwas, was zumindest die großen monotheistischen Religionen bis heute eben prägt, nämlich dass von der Priesterschaft, vom Kult, von den Propheten die Astrologie radikal in Frage gestellt wurde. Da sind meines Wissens, ich weiß nicht, ob Sie davon stimmen können, die Juden die ersten, die das bezweifelt haben. Ich habe da ein paar Zitate hier, es gibt aus der Bibel, es gibt auch aus anderen Schriften, da lese ich es auch mal vor. Wendet euch nicht zu den Wahrsagern und forscht nicht von den Zeichendeutern, dass ihr nicht an ihnen verunreinigt werdet, denn ich bin der Herr, euer Gott. Dieser jüdische Gott war ja auch ein sehr eifersüchtiger Gott, das wissen wir nicht. Und die Propheten, also die Mose, die Propheten, haben das eben aufgegriffen und haben eben die Sterne nicht länger als Botschaft Gottes gesehen. Und daher das andere, dass du auch nicht deine Augen aufhebst gen Himmel und siehst die Sterne und den Mond, die Sonne und den Mond und die Sterne, das ganze Heer des Himmels und fallest ab und betest sie an und dienest ihnen. Also das ist eine ganz klare Ambivalenz zwischen eben dem eigentlichen Kult an dem einen Gott, Yahweh, dem Unaussprechlichen, und eben die Sterne, die da sozusagen die Konkurrenz sind, oder Jesaja eben, es sollen hertreten und die helfen, die Meister des Himmels laufen, die Sterngucker, die an jedem Neumond kundtun, was über dich kommen werde. Siehe, sie sind wie Stoppeln, die das Feuer verbrennt, sie können ihr Leben nicht erretten vor der Flamme Gewalt. Also es gibt eine Menge von solchen Äußerungen von verschiedenen Propheten, die also unten noch dagegen wettern. Die Basis ist tatsächlich so der Kultus, den die Juden von der babylonischen, sumerischen Astrologie übernommen haben und den eben ihre Propheten, ihre Priester, ihre Kult, Bewahrer als Konkurrenz gesehen haben. So, ich meine es erstmal in der Menschheitsgeschichte, als zumindest, was wir da blicken können, als Konkurrenz gesehen haben zu dem Glauben an einen Gott. Also das heißt, die Sterne sind nicht länger die Botschafter Gottes, die uns was vermitteln, sondern sie sind diejenigen, die in Konkurrenz dazu stehen und Astrologie betreiben oder auf die Sterne gucken, heißt eben die Sterne anbeten, die Sterne zu Göttern machen. Das ist die Idee, die dahinter steht. Oder es gibt noch ein anderes Zitat, und das zieht sich durch die jüdische Geschichte also permanent durch. Ich habe noch ein Zitat aus dem Mittelalter von dem großen Gelehrten Maimonides. Vielleicht kennen die einen oder anderen den. Er gilt als einer der allergrößten jüdischen Gelehrten überhaupt. Er ist in Cordoba geboren und danach noch Alhambra, da Spanien, und ist in Kairo gestorben, 1138 bis 1204. Und er schreibt in einem Brief an die jüdische Gemeinde von Marseille folgendes: Am Anfang meines Studiums gab es eine Weisheit, die man Gesetz des Sternenurteils nennt. Das heißt, dass von ihr der Mensch weiß, was in der Welt oder im Land in der Zukunft sein wird oder was einem bestimmten Manne lebenslang passieren wird. Und ich habe auch alles Geschriebene in Sachen Götzendienst gelesen. Wisset, meine Herren, dass all diese Sachen vom Urteil der Sterne, die sagen, es wird so und so geschehen und die Geburtsstunde des Menschen wird bestimmen, dass er so sei und ihm dies geschehe und nicht jenes, all diese Sachen sind gar nicht weise Worte, sondern Dummheiten sind sie. Und klare Beweise habe ich, um all diese Sachen nichtig zu machen. Das war so eine der größten jüdischen Gelehrten des Mittelalters, da kann man sehen, also diese ganze Ambivalenz. Auf der anderen Seite, wenn man heute noch nach Israel fährt, sieht man immer wieder auch Spuren der Astrologie. Das sind mit die Ältesten, die dort überliefert sind. Das ist Hamat Tiberias, also so ein Vorort von Tiberias in der Nähe vom See Genezareth. Da gibt es einen Tierkreis aus dem dritten vorchristlichen, nachchristlichen natürlich Jahrhundert. Tiberias, also der Norden von Galiläa, war so nach der Zerstörung Jerusalems dann 71 durch die Römer, war das so ein bisschen das Zentrum der überlebenden Juden eben dort. Und das ist, das kann man heute eben auch noch sehen, ist ein ganz interessanter Ort, also alte, antike Ausstellungen. Und das ist überhaupt nichts
Singuläres, das ist die Synagoge von Bet Alpha, nicht weit weg von Tiberias, die ist ein bisschen später, so ist so 5. 6. Jahrhundert, dieser Tierkreis eben. Man kann, ich denke, die Zeichen ganz wunderbar erkennen, obwohl, ja, stimmt, es ist ein bisschen hell, aber trotzdem, ich glaube, das kann man eben bestens erkennen. Hier Widder, Stier, Zwilling und so weiter, Krebs, Löwe, Jungfrauen, noch einmal rum. Also das ist ganz klassisch, die Zeichen, auch die Darstellungen, wie wir sie aus der hellenistischen Astrologie kennen. Und das heißt eben auch, die Juden haben eben trotz der zitierten Polemiken gegen die Astrologie da eben nie wirklich von abgelassen, sondern es gab immer auch die andere Tradition, die eben ja, die Astrologie verfolgt hat. Das ist nochmal ein anderer Blick auf den Tierkreis von Bet Alpha. Es gibt noch etliche andere, das sind die beiden, die am besten erhalten sind. Es gibt also mindestens so 5, 6 aus der ganz frühen, also spätantiken Zeit, also so die ältesten Tierkreise, die wir eben noch haben, so zwischen dem 3. und dem 6. Jahrhundert, vor allem oben in Galiläa. Ja, und das ist, wie gesagt, die Juden haben da sozusagen diese Basis gepflanzt für eben diese Ambivalenz. Was sind die Sterne? Was ist die Astrologie? Ist das Götzendienst? Muss man das eben bekämpfen, wie Maimonides das ja sehr deutlich formuliert hat? Oder ist es eben ein Hinweis auf das Wirken Gottes? Und diese Geschichte gibt es eben auch. Da ein paar Zitate der Prophet Amos, der ja sowas besonders, ich sag mal so ein bisschen noch heutiger Terminologie, sozialrevolutionär eben war, der sagte, er machte die Plejaden und den Orion, der aus der Finsternis den Morgen, aus dem Tag die finstere Nacht macht. Also das heißt eben, die Sterne sind dann wiederum Werkzeug Gottes. Oder aus dem Talmud, es gibt ja zwei Talmud-Traditionen, die sogenannten babylonischen und jerusalemischen. Und da ist, wer die Sonne an ihren Wendepunkten sieht und den Mond in all seiner Kraft, die Planeten in ihren Umlaufbahnen und die Zeichen des Zodiacs in ihrer Bewegung, der soll sagen, gepriesen sei er, der das Werk der Schöpfung vollbracht hat. Also auch da wieder ganz klar, die Sterne der Zodiac sind eben Werkzeug Gottes und nicht Gottesdienst, Götzendienst. So. Beide Traditionen, ja, waren eigentlich gleich stark. Man kann jetzt also nicht sagen, dass die eine ganz da die Oberhand hat. Es gibt also auch da noch mehr Zitate, die will ich jetzt ja nicht alle bringen, die nachweisen, dass eben auch durchaus sehr, auch selbst sehr, sehr kritische und sozial, ja, revolutionär, wenn man so will, Propheten wie Amos sich da sehr positiv eben zu geäußert haben. Und diese Ambivalenz, die eben das Judentum in, ja, schon also das antike Judentum eben gelegt hat, die durchzieht auch den Monotheismus, also die, oder sag mal so, die Einstellung des Monotheismus gegenüber der Astrologie bis heute. Also was wir heute so erleben von, ja, kirchlichen Äußerungen oder auch zum Islam, das hat alles seinen Ursprung eben genau in dieser Auseinandersetzung in der jüdischen Zeit. Wir wissen das ja auch von den Kirchenvätern. Es gibt welche, die die Astrologie mächtig verdammt haben. Augustinus zum Beispiel, von dem man allerdings sagt, er war in seiner Jugend, sogar hat er selber sogar Astrologie betrieben, hat dann ja große Veränderungen so übernommen und hat dann also aber dann im Laufe seiner Lehrtätigkeit auch als Kirchenvater die Astrologie ja eben völlig verteufelt und für christliche Zwecke als völlig als ja, unbrauchbar und auch untragbar eben charakterisiert und eben auch das als Götzendienst. Auf der anderen Seite gibt es die großen Kirchenväter, einer war auch gestern schon genannt, eben Thomas von Aquin, Albertus Magnus, die eben sagen, ja, als Zeichen Gottes, vor allem was so die Menschen angeht, also Gesundheit und so weiter, da können die Sterne eben uns durchaus einiges sagen. Und diese Ambivalenz, diese Unklarheit, wie positioniert sich jetzt die Kirche in Sachen Astrologie, die zieht sich bis heute durch. Wir hatten das auch gestern schon, Luther, ein großer Astrologie-Gegner, Melanchthon, sein engster Mitarbeiter, ein, auch kann man durchaus sagen, bedeutender Astrologe. Also das ist in allen Kirchen so, und ich glaube, es hat auch im
irgendwann war das Zweite Vatikanum mal auch so ein, nochmal eine sehr anti-astrologische Erklärung gegeben, dass also Astrologie mit Christentum oder mit christlichen Glauben eben nicht vereinbar sei. Auf der einen Seite, und auf der anderen Seite gibt es aber auch immer wieder, auch bis hin zu ordensgeistigen Pater Voss, kennen wahrscheinlich viele noch, der vor ein paar Jahren verstorben, als so einer der ausdrücklichen christlichen, also als ich glaube Benediktiner war, ne, der ausdrücklich Astrologie auf einer christlichen Basis eben gepredigt hat. Also dass dieses jüdische Erbe eben der ambivalenten Haltung gegenüber der Astrologie, das zieht sich eben durch bis in die heutige Zeit. Ja, jetzt komme ich aber doch noch ein bisschen, frage sicherlich, was sind jetzt eigentlich die Inhalte der jüdischen Astrologie, außer dass ich gesagt habe, sie haben sich immer sehr stark an das angelehnt, was sie so vorgefunden haben in Babylon, in der hellenistischen Zeit eben der Antike. Insgesamt war also die praktische Alltag, sag ich mal, der jüdischen Astrologie basierte eben sehr stark auf dem Mondzyklus. Dabei wurde eben, also der Zyklus ging eben immer von Neumond zu Neumond, und bei Vollmond galt dann die Kraft eben als besonders stark. Der Jahresbeginn wurde zusammengelegt, also bedacht mit dem Auszug auch aus Ägypten, was natürlich für gläubige Juden das zentrale Ereignis eben nicht nur ihrer Befreiung, sondern sozusagen auch ihrer Identitätsstiftung eben gewesen ist. Seitdem reden sie halt da davon. Und und es gab eben da das Mondjahr, es gab die bedeutet natürlich von Prognosen, das ist halt, war über nicht nur Jahrhunderte, sondern Jahrtausende, das, was die Astrologie, wozu die Astrologie eben da war, was sie bedeutet hat. Und diese Anlehnung an das, was sie eben vorgefunden haben. Ich komme später noch auf eigenständige Sachen da, aber man darf das wirklich jetzt nicht überschätzen. Also sie haben wirklich eher das angenommen, adaptiert, was sie gefunden haben. Das ist eigentlich bis heute so. Astrologie Israel lehnt sich eigentlich an oder praktiziert das, was wir eben auch im Großen und Ganzen so kennen, aber auf eine ganz interessante Art, so im Alltag kann man das erkennen. Ja, ein bisschen hell, aber geht. Wenn man mal so durch Israel fährt, es finden sich ganz viele Zeichen so von Alltagsastrologie. Das ist ein bisschen modern dargestellt natürlich, aber ich glaube, die Zeichen sind eben auch ganz deutlich zu erkennen. Darum Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock und so weiter, Wassermann, Fische, wieder Stier etc. zu den Krebs. Das ist, ich weiß nicht, vielleicht kennt es auch einige von Ihnen, die von damals, das ist in Jaffa. Jaffa ist ja so quasi so ein Partner oder auch ein Nebenort von Tel Aviv, allerdings sehr historisch, also mit dem historischen, der Tel Aviv ist ja eine moderne Stadt, und Jaffa ist wohl auch der Ort, wo man eben sagt, von den Mythen her, dass also da der Ort war, wo Jonas nach 3 Tagen im Bauch des Wales dann an Land gespuckt wurde, das soll Jaffa gewesen sein. Das ist ein bisschen oberhalb, also vom Meer, so. Alles am Mittelmeer eben, das ist so eine Wunscherfüllungsbrücke, nennt sich das. Und das ist der Eingang so zu dieser Brücke, kommt man dann drauf. Und auf der Brücke selber sind dann die ganzen 12 Tierkreiszeichen. Man kann so ein bisschen im Hintergrund erkennen, hier kann man es auch besser eben erkennen. Also alle 12 Zeichen, im Hintergrund das Meer, es geht also runter an den Strand. Und es ist so ein bisschen so der Volksglaube, dass man eben da hinten zu seinem Zeichen gehen soll. Und wenn man dann so mit Blick aufs Meer, dann darf man sich was wünschen. Und das soll sich dann auch erfüllen. Ich habe da jetzt keine empirischen Studien zugemacht, aber jedenfalls ist es so ein bisschen so eine Integration von so Alltagsastrologie, die aber eben sehr, sehr präsent ist, ohne dass man jetzt so das Gefühl hat, da sind jetzt wirklich so tiefer gehende Impulse. Also es gibt meines Wissens auch jetzt keine berühmten jüdischen, israelischen Astrologen, die jetzt sehr stark auch hier so die astrologische
Debatte beeinflusst hätten. Also es ist ein bisschen profan, zeigt aber eben auch doch, es hat eine Bedeutung im Alltag. Und wenn man dann von dieser Wunscherfüllungsbrücke runterläuft in die Altstadt von Jaffa, dann kommt man so an so eine kleine Künstlersiedlung, eine Künstlerkolonnade, wo Straßennamen alle nach den Tierkreiszeichen benannt sind und auch eben entsprechend sich dort halt zeigen. Das ist unschwer zu erkennen. Steht ja auch da noch Gemini links, also die Zwillinge. Sage ich sie jetzt nicht alle, aber alle Zeichen sind eben da auf diese Art vertreten. Eine andere Art, es gibt noch eine andere hier der, gut, weiß jeder, muss ich nicht mehr nennen, der Löwe muss natürlich immer dabei sein, ist ja klar. Oder auch der Fixsternhimmel. Es gibt da auch einige Traditionen in der heutigen Israel, also vor allem ausgehend von der Bernard Brady und ihrer Visual Astrology, die ich ja kurz erwähnt, auch die eben da gerade nach Israel in die Negev-Wüste allerdings eben geht, wo der Sternenhimmel natürlich besonders grandios ist und wenn es nicht gerade World ist, was ja auch nicht so oft vorkommt, aber das sieht man hier also ganz schön dargestellt, links oben eben der Widder, rechts daneben der Stier, darunter Zwilling, links daneben Krebs, darunter Löwe und dann die Jungfrau dargestellt und hier die andere, das ist jetzt nicht ganz so gut gelungen, weil es vom Schatten her nicht ganz so einfach war, aber man konnte es trotzdem erkennen. Da ist rechts die Waage, links der Skorpion, darunter der Schütze, rechts davon der Steinbock, darunter der Wassermann und links die Fische. Ziemlich gute Darstellung. Das war in so einem Künstlerhaus in der Tür drin oder in so einer Doppeltür unten eben in Jaffa. Und das sind Zeichen, auch wenn man, ich will das jetzt nicht zu viel davon zeigen, aber wenn man da eben durch Israel durchgeht, sieht man doch, dass eben Astrologie im Alltag offensichtlich eine gewisse Rolle spielt. Es gibt auch in den Medien eine ziemlich hohe Präsenz eben davon und also da hat man eigentlich das, was schon früher auch so war, also man hat eigentlich das, was man vorgefunden hat, übernommen und auf den Alltag angewandt. Das ist so die eine Geschichte. Ich will aber auch noch mal ein bisschen tiefer reingehen, denn wenn wir auf so eine symbolische Ebene gehen, von Zahlenmystik zum Beispiel auch bis hin zu Kabbala kommen, wo ja ganz viele im positiven Sinne esoterische Traditionen sich drin wiederfinden, auch die Astrologie, dann merken wir wiederum eben, es geht auch tiefer und die jüdische Kultur ist stärker von der Astrologie beeinflusst, als es so vielleicht auf der äußeren Ebene eben erkennbar ist. Wir finden ganz häufig wieder so die Heilige Sieben, die kennen das alle mit Zahlenmystik, die 3 als die göttliche Zahl, die 4 als die Zahl des Menschen, des Irdischen, nicht des Menschen, des Irdischen, des Konkreten, eben das Quadrat und addiert zusammen die 7, die 7 klassischen Planeten und multipliziert zusammen die 12, das muss ich ja nicht erklären, da wo die 12 alles vorkommt in der Astrologie. Im Judentum ist es eben vor allem der die heilige 7, die dort zum Beispiel eben in der Menora, dieser 7-armige Leuchter, der so ein ganz wichtiger Kultgegenstand für die Juden ist, in den Synagogen und auch sonst wo bei zu Hause, der eben auch in einer Tradition den 7 klassischen Planeten zugeordnet ist. Und zwar immer, also die Anordnung, die ist da auch nicht zufällig so, sondern Sie sehen, das sind immer die Zeichenherrscher, also die Zeichen, über die die Planeten herrschen, eben in Opposition, die Sonne in der Mitte ist klar, und zwar sowohl bei Doppelherrschern eben auch die alten Herrscher dabei, eben Venus, Mars ist klar, das ist einerseits Waage, Widder und ist auch natürlich auf der anderen Seite, aber auch eben Mars als alter Herrscher von Skorpion und dann eben Stier. Das gleiche ist eben Jupiter und Merkur auf der ersten Ebene, logisch, eine Schütze und Zwilling, aber auch dann auf der zweiten Herrschaft Merkur eben über die Jungfrau und eben Fische
als altes, alter Herrscher über eine Fischezeichnung. Außen ist klar Krebs und Steinbock. Diese Symbolik. Es gibt auch die Zuordnung jetzt noch von den 12 Tierkreiszeichen zu den 12 Stämmen Israels. Da habe ich allerdings überhaupt keine einheitliche Zuordnung gefunden, sondern das wird immer wieder gesagt, dass eben die 12 Stämme Israels auch man den 12 Tierkreiszeichen zuordnen kann, aber es gibt da die ganz unterschiedlichsten Traditionen, welcher Stamm jetzt welchem Tierkreiszeichen zugeordnet ist. Sie wissen das wahrscheinlich, die sogenannten 12 Stämme Israel sind eben die Abkommen der 12 Söhne Jakobs bis heute eine wichtige Rolle so im allgemeinen Bewusstsein eben spielen. Aber es ist eben astrologisch gesehen, gibt es da eben keine so eine ganz klare Äußerung und einfach. Was aber noch kurz zum Abschluss ganz interessant sind, wenn man nämlich die 7 Schöpfungstage unter die 7 Zuordnungen zu den Planeten subsumiert, finde ich, kommt man auf eine ganz spannende Übereinkunft, die man auch ganz gut begründen kann. Ich will es mal noch ein bisschen ausführlich, ich habe es hier kurz zusammengefasst, ich will es so ein bisschen ausführlicher, bei den ersten Schöpfungstagen geht es, also heißt es, Gott schuf das Licht und trennte von der Dunkelheit, so entstanden Tag und Nacht. Das ist also sozusagen die Ursonne und der, das ist ja so, bei uns ist der Sonntag ja irgendwo in unserer Tradition so, das gilt als der letzte Tag. Mit dem Montag beginnt dann die Woche neu, weil da die Arbeit ist. Im Traditionellen ist es natürlich nicht so. Also im Jüdischen wird ja heute noch ganz stark eben die Woche beginnt mit dem Sonntag und endet mit dem Samstag. Also der Sonntag ist eben der erste Tag und dieser Schöpfungstag, als Gott das Licht schuf, dann sozusagen die Ursonne und Dunkelheit und Licht eben voneinander getrennt hat. Und da macht das, denke ich, viel Sinn, dass eben mit dem Planetenprinzip des Sonntags zuzuordnen, nämlich der Sonne. Dann kommt der Montag, Gott teilte die Wasser und schuf das Gewölbe, den Himmel. Und ich meine, Mond und Wasser muss ich auch in diesem Kreise auch nicht groß erklären, Mond, Krebs zugeordnet, das ist eigentlich Wasserzeichen eben schlechthin. Also das macht eben auch Sinn, der Montag mit dem, was die Schöpfung über den Montag sagt und dem Wasserzeichen, dem Wasserplanet, wenn man so will, Mond oder Himmelskörper, sage ich dann lieber. Dann kommt der dritte Schöpfungstag, Gott teilte die Wasser auf der Erde vom trockenen Land und Meer entstanden und brachten Grünes hervor. Das ist ja etwas, was ja ein schöpferischer Akt ist, der immer mit unglaublicher Kraft eben auch verbunden ist. Ich bin da immer wieder fasziniert, kennen Sie auch ja alle, wenn so selbst aus Asphalt dann plötzlich Grün heraussprießt und man fragt sich, wie schafft so ein Löwenzahn so durch den Asphalt zu kommen. Also das ist ja dann eine unglaubliche Marskraft. Wir haben den Dienstag, ist ja dem Mars zugeordnet in unserer Zuordnung eben von Planeten und Wochentagen und das ist eben das Grüne, was er hervorbracht, das braucht eben diesen Impuls. Ich sag mal so, der Mars in seiner allerbesten Form, in seiner allerbesten Weise eben, dass der sich da eben durchkämpft, alles, was er, was sich ihm in den Weg stellt und dann eben das Grüne hervorkommt. Der vierte Schöpfungstag, Gott brachte Lichter an das Gewölbe, Sonne, Mond und Sterne, in Unterscheidung von Tagen, Jahren und Jahreszeiten. Und wir wissen, Mittwoch ist der Merkurtag. Unterscheidung, Wahrnehmung, was könnte eben merkurischer sein? Das ist die Basis von allem, was wir wahrnehmen, was wir unterscheiden, ist eben der Merkur, was dazu steht. Also auch da ist die Zuordnung eben ziemlich eindeutig und ziemlich klar. Zählen. Bitte was? Zählen, ja, klar, Zahlen und alles Merkurische, richtig. Ja, ist alles, also dem Mittwoch. Dann kommt der Donnerstag, auch sehr einfach, der fünfte Tag eben astrologisch im Jupiter, sogar so Donau. Gott füllte das Meer mit Fischen und den Himmel mit Vögeln. Naja, wenn es um die Fülle geht, muss ich auch nicht erklären, ist ja klar, dass da Jupiter sozusagen dann uns als Symbol natürlich als erstes einfällt. Also ich glaube, das ist so ungefähr die ganz logischste
Zuordnung, die wir da von all den Tagen haben. Und dann kommt der sechste Tag eben bei uns, der Venustag, die Freier, eben die germanische. Gott erschuf die Tiere auf dem Land und die Menschen, die darüber herrschten. Venus ist ja eben das Symbol von Sinnlichkeit im umfassenden Sinne, sicher nicht nur reduziert eben auf Erotik. Und ja, wer kann das mehr, also Sinne mehr gebrauchen, einsetzen als eben die Tiere, also die Säugetiere und die Menschen. Und für mich ist Venus auch ganz stark eben so dieses Symbol für Wertung, für Unterscheidung und letztlich auch die Frage, was ist der wichtigste Wert, ist der Selbstwert? Ich, auch immer das, über Venus kommt man eben an seinen Selbstwert heran und darüber würde ich jetzt mal sagen, ohne allzu anthropozentrisch zu sein, das ist wahrscheinlich den Menschen vorbehalten, diese solche Wertungen auf Selbstwert eben vorzunehmen und alle Respekt vor Tieren, nur auch die Frage, ob Tiere eine Seele haben, aber ich glaube, so ein Bewusstsein von eigenem Wert dürfte nach unserem Kenntnisverstand da schwierig sein, auch in der nicht-menschlichen Welt. Und dann kommt der siebte Schöpfungstag, der vielleicht da am schwierig oder da vordergründig am wenigsten einleuchtend ist, nämlich das ist der Saturn zugeordnet, Saturday, Saturnstag ist ja im Englischen sogar das direkt drin, bei uns der Samstag und der siebte Schöpfungstag, da heißt es eben, Gott ruhte, segnete den Tag und erklärte ihn für heilig. Also der Schabbat bei den Juden eben. Und das ist, wie gesagt, dann erstmal so ein bisschen schwerer zu ordnen, denn eigentlich haben wir ja Saturn, also Disziplin, Anstrengung und Ehrgeiz und ich habe gestern noch an den Vortrag von Wilfried erinnern und seinen Saturnbild, das würde ich auch noch ein bisschen hinterfragen, das wurde auch schon hinterfragt. Aber es ist trotzdem, also Saturn steht nun mal also mit Sicherheit jetzt nicht unbedingt für Ruhe und Entspannung. Das ist sicher auch, selbst wenn man so Steinbock-Sonne muss natürlich schon von Natur aus dann kein so schlechtes Verhältnis zum Saturn haben. Ja, aber das ist trotzdem, würde ich ihn jetzt nicht mit Entspannung und Urlaub sozusagen verbinden. Aber ich denke, das ist nur diese eine Seite, denn diese Disziplin, Struktur, Ordnung, wofür Saturn eben steht, das ist ja kein, das ist ja ein Mittel zum Zweck. Es ist ein Mittel zum Zweck, ein großes Werk zu schaffen. Und diese Schöpfung, wenn man so will, war ja nun das größte Werk, was man sich vorstellen kann, also Schöpfung des Universums. Und wenn dieses Werk eben geschaffen ist, dann ist es eben auch angebracht, dass danach eben auch Ruhe einkehren kann. Also in dem Sinne kann man auch eben sagen, sozusagen das Ende von Saturn ist eben auch, das Werk ist geschaffen. Und es gibt noch eine zweite Assoziation, die ich eben damit auch verbinde. Das hatten wir gestern auch schon. Saturn steht für Grenze. Und das war dann sozusagen die Grenze der Schöpfung. Die Schöpfung war vollendet, es war erreicht. Saturn ist der letzte für uns sichtbare Planet, also ohne Hilfsmittel. Und von daher kann man nach dieser Grenze ist dann eben erstmal, ja, ist Ruhe, ist erstmal nichts weiter. Dass wir jetzt da sehr viel weiter sind, ist eine andere Frage. Aber ich finde, wenn man so auf so eine tiefere Ebene eben geht, dann kann man eben auch den Sabbat mit Saturn, den letzten Tag, wo Gott eben geruht hat, den er so heilig erklärt hat, ganz gut mit Saturn in Verbindung bringen. Also das zeigt eben schon diese für mich also sehr plausible Zuordnung der sieben Schöpfungstage zu den sieben Planetenprinzipien der einzelnen Tage, wie wir sie eben so kennen. Das zeigt eben doch für mich, dass da die astrologische, überhaupt die Astrologie und die astrologischen Lehren einen sehr starken Einfluss eben auf die insgesamt auf die jüdische Philosophie, auf die jüdische Tradition, auf die jüdische Überlieferung eben gehabt haben, ungeachtet der polemischen Äußerungen, die ich vorher eben vorgelesen habe, sodass also viel, das könnte man jetzt noch sehr viel weitergehen, ich bin ja am Ende in der Kabbala und so, wo sich dann auch Astrologie wieder drin zeigt, nicht als eigene Disziplin, sondern eben als Beeinflussung auch in den Symbolen von der Menora und so weiter. Von daher hat also die jüdische Astrologie, auch wenn sie kein eigenes System entwickelt hat, wenn sie nur mit das aufgenommen hat, was sie vorgefunden hat, trotzdem ist die jüdische Geisteslehre, sagen wir mal, die jüdische Philosophie voll von astrologischen
Symboliken und sie hat uns eben, und das will ich einfach zum Schluss auch nochmal betonen, dieses Erbe eben gegeben, dass wir seitdem, also wir jetzt als Kulturgemeinschaft, seitdem wirklich darüber streiten, nicht, ist Astrologie mit Religion vereinbar, kann man das eben als Zeichen Gottes sehen oder ist es eben Götzendienst, und dafür haben die Juden, die jüdische Tradition eben den Grundstein gelegt und diesen Grundstein, an dem wir uns heute, bis heute im Grunde abarbeiten, denn uns wird auch wahrscheinlich auch in den nächsten paar tausend Jahren keine ganz eindeutige Haltung der etablierten Religionen zur Astrologie geben, sondern es wird immer Befürworter und Gegner eben geben, und das geht eben auch auf diese Zeit eben so im ersten vorchristlichen Jahrtausend der Juden zurück. Und von daher finde ich das, was sich so auch heute in Israel so an relativ profaner Astrologie in der Öffentlichkeit zeigt, auf diesem Hintergrund eine ganz spannende Geschichte. Und ich denke, auch wenn es, wie gesagt, diese eigene System nicht gegeben hat, sollten wir die jüdische Astrologie da nicht unterschätzen, sondern immer auch mal einen kleinen Blick drauf halten. Dann. Ja, doch, direkt Fragen jetzt an den Clemens für das Thema Astrologie und Judentum. Bitte schön. Raphael. Und du mal einen großen Astrologen, vielleicht eines der größten jüdischen Astrologen des Mittelalters erwähnen. Abraham ibn Ezra, auch eines der größten Astronomen. Und er ist eigentlich noch mehr bekannt im Judentum als Exeget. Und seine Exeget, ich meine, leider habe ich jetzt diese exegetischen Schriften von Bernd Bresser selber nicht lesen können, ich habe darüber gelesen. Also, das ist aber sehr spannend, weil er da ganz viel auch astrologisch denkt, wenn er zum Beispiel den Schild von den Priestern interpretiert oder eben die 12, ganz viel wird interpretiert in einem astrologischen Sinne. Also da kann man wirklich sehen, wie Astrologie und Religion tatsächlich miteinander verbunden sind. Also in der islamischen Welt gelebt, ne? Der hat in Spanien gelebt, der hat in England gestürzt und dann ist er gestorben. Also. Das war kein Islam. Bei der Provence ganz lange, Wanderer. Also da gibt es natürlich viele Synkretismen einfach auch in anderen Religionen in der Zeit gerade und übrigens auch in den Bildern, die Sie gezeigt haben aus Tiberias und so weiter, diese Mosaiken. Das ist natürlich eine Zeit, in der der Staat Israel überhaupt nicht mehr existiert. Ja, aber es geht um die jüdische Tradition, klar. Ne? Und in der das Judentum zum großen Teil hellenisiert war, also ganz auch die Judentum nicht mehr unbedingt so folgte. Es gab immer noch... Das waren Synagogen, nicht? Aber es waren Synagogen. Ja, das waren Synagogen, ja, ich weiß nicht. Aber sehr stark hellenisiert. Ja, 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 klar. Also, aber selbst schon wieder stark, wie auf einmal sich über die Synagoge auftaucht. Das darf auch. Aber ich wollte noch was anderes sagen, und zwar die Herkunft des Monotheismus. Die ist ja in Ägypten sehr stark auf die Sonne bezogen. Naja, also auf Sonnenkunst. Die Sonne Gottes ist sozusagen das spirituelle Zentrum dieses Monotheismus. Ja. Und später, als das Judentum entsteht, sozusagen am Berg Sinai, der Berg Sinai ist eine Kultstätte des Mondes. Das Mond eines Mondgottes. Mhm. Ja, und Jahwe mit Mond in Verbindung kommt auch häufig in Anspielungen vor. Aber dann später auch nicht mehr. Das ist auch ganz klar. Aber diese direkte Beziehung gibt es schon zu dem Planeten. Ja, klar. War immer diese Ambivalenz, ne? Denke ich. Ja. Zum Monotheismus frage ich mich auch, ich habe gestern auch das angesprochen mit dem Upanishaden. Ne? Also vedische Religionen sehen wir jetzt mit dem, wenn man die Upanishaden liest, das ist meines Erachtens sehr, sehr monotheistisch, im Sinne, dass das zentrale Thema permanent in Upanishaden diese Identität von Atman und Brahman ist. Also das durchzieht meines Erachtens einen starken monotheistischen Gedanken, also nicht im Sinne, dass es nur einen Gott gibt und sonst gar keine Götter, aber dass es eben über alles eine Einheit, ein Bewusstsein, ein Äther und so weiter gibt, was ja wiederum in Griechenland ja auch wieder auftaucht. Und die Parallelen zwischen diesen beiden Kulturen sind ja so enorm, also Pythagoras, Orphida und Indien, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das irgendwie separat und voneinander unabhängig entstanden ist. Das geht nicht in meinen Kopf rein, also wenn ich das vergleiche, bis in Details. Und deswegen, ich frage mich, ob diese These, dass die Strömung aus Ägypten kommt, nicht da relativiert werden müsste, ob es nicht andere Strömungen durchaus gibt, die aus einer völlig anderen Ecke kommen,
die diese Idee eines Gottes immer mehr in den Vordergrund bringen. Ich würde das einfach nur in den Raum stellen. Also, das so. Ja, aber gut, aber das hat ja in der indischen Tradition jetzt nie so ein, ich sag mal so, Kampf dagegen. Also Echnaton hat ja alle anderen Kulte nicht akzeptiert, hat sich damit auch die Priesterschaft ja auch nicht zum Feinde gemacht und so. Ja? Und das war ja in Indien zum Beispiel nicht der Fall. Also Indien ist ja einfach so, an sich schon so eine unglaublich heterogene Kultur. Ist ja auch also da, wo so dieses Miteinander gab. Ich glaube, so in dieser kann man durchaus sagen, Verbissenheit oder Strenge, wie es Echnaton versucht hat, eben durchzugeben. Das glaube ich noch nicht gegeben. Das hat sie eben. Es gab die Kämpfe so wie Schnaiten und Shivaiten, das waren natürlich auch so klar. Höchste Gottheiten. Ja, klar. So war es dann ganz schon. Okay, und beide. Vedanta, zur indischen Tradition gibt es natürlich auch starke monotheistische Strömungen im Vedanta. Also das ist ja dann so Shakyamuni im 9. Jahrhundert, der dann eben den Abschluss der Veden bezeichnet. Und dann sozusagen diese Gegenüberstellung des Grundprinzips ist Materie und Geist. Ja, es gibt nur diesen einen Geist und es gibt nur Materie als oberstes Prinzip. Da haben sie natürlich drunter noch Kulte gefunden auch. Ne? Und dann auch später im Advaita Vedanta, in der Nicht-Zwei-Einzelne, ja, wo das nochmal zusammengefügt wurde, so eine Einheit. Als sozusagen als übergeordnete Philosophie und ganz linguistische Gründe. Vielleicht noch zwei, Entschuldigung, wenn ich da. Es gibt natürlich diese Verkettung der Kulturen, das wurde auch durchaus akzeptiert. Diese indogermanischen Sprachfamilien sind da. Ja, und da fällt allerdings bei den semitischen Sprachen raus auch das altägyptische. Das sind schon eigene Kulturen. Ja. Also wo es zumindest sprachlich überhaupt keine Beziehung gibt. Auch die sumerische ist nicht so schwierig. Ja. Ja, also das kann schon sein, dass da auch Dinge einfach mal entstehen, ohne dass da besondere Beziehungen sind. Okay, noch weiter. Weiter. Das ist ja auch interessant, dass im Jüdischen auch andere Dinge zur Weissagung, Wahrsagung, ja, üblich war loswerfen beispielsweise, ne? Das haben die auch wahrscheinlich von den Ägyptern, oder? Ja, und dann, was er im Hellenistischen weit verbracht hat. Ja, das war ja Vogelflug und jeder Priester trug auch wirklich los. Nein, dann nimmt sich immer rum, ne? Ich meine, diese Polemiken der Propheten, die ich da eben erwähnt habe, die haben ja auch nur deshalb sozusagen ihre Bedeutung, weil es eben diesen starken Kult gab. Astrologisch, andere divinatorische Sachen, also weil es eben, ja, die Menschen denen offensichtlich sehr stark gefolgt sind. Sicherlich ist auch eben Priester gab, die das gefördert haben. Also, wenn es das nicht gegeben hätte, hätte es ja auch diese Polemik nicht gegeben. Also das zeigt ja eben auch, wie stark dann doch diese Kulte innerhalb der Bevölkerung verankert wurden. Gut, ja, bitte. Könnte man vielleicht nicht auch sagen, dass die Symbolsprache in der Religion des Judentums also so stark im Vordergrund steht, wie in wenig anderen Religionen auch. Also manifestiert auch zum Beispiel im Sprachenbild, ja, im Alphabet, dass er auch nochmal ganz eigene Bilder beinhaltet, die auch eine innerliche Bedeutung haben. Ja. Die Buchstaben haben auch eine innerliche Bedeutung. Ja, ja, Symbolismus, ich finde auch so symbolisch, da muss ich noch mehr dazu sagen, also das war im Judentum total. Dass sich das eben nicht nur auf den Zodiac beschränkt, sondern eben auch so klar. Deutlich wird. Ja, gut, ja, ich wollte auch nur ganz kurz zu diesen Zitaten, ne, die du am Anfang gebracht hast. Ja. Ich lese aus diesen Zitaten aber eigentlich nicht, dass die Astrologie an sich keine Wirklichkeit hat oder keine. Also ich. Nein, sie war existent, sonst gäbe es ja nicht. Ja, genau. Sie wird auch nicht gesagt, dass das so wie funktioniert oder nicht stimmt, sondern es wird eigentlich vor allem gewettert sozusagen gegen den Kult der Sterne in diesem. Und im letzten Zitat wird im Grunde gesagt, okay, da sind diese ganzen. Mein Monet ist jetzt. Hier, Maria, so. Jesaja. Also.
Im Grunde ist ja gerade die monotheistischen Religionen verweisen immer eben auf etwas, was jenseits dieser sieben Sphären ist. Das ist natürlich ich denke, mit dieser Spannung müssen wir leben. Und ich finde, es ist so wichtig, mit dieser Spannung zu leben. Ja. Und nicht zu sagen, die Religionen haben ja so einen Lieferraum. Ich denke mal, das ist auch ein Punkt, wo man in der letzten Runde, nochmal den Punkt ansprechen wollte: Verhältnis Astrologie, Monotheismus, Polytheismus. Ist da. Weiter, das wird man auch wieder aufheben. Okay, dann würde